Hallo, herzlich willkommen bei Eastboard-Torten. Mein Name ist Sunny. Ich habe eine Nachricht bekommen von einer Freundin, wo drinnen steht: Hi, ich weiß, es ist kurzfristig, aber... Gut, unter kurzfristig kann man jetzt sehr viel verstehen. Das kann in einer Woche sein, das kann in 5 Tagen sein. Nein, diese Torte muss in eigentlich für mich zeittechnisch gesehen in einem Tag fertig sein. Aber ich habe die Herausforderung angenommen. Sie wünscht sich für den Geburtstag eines Freundes eine Limousinentorte. Und wie ich das gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Bevor ich jetzt anfangen kann, die Form von meiner Limousine zu schnitzen, das werde ich anhand der Fotos machen. Ich habe mir die ausgedruckt. Das ist das so herumgehört. Das sind Bilder der Limousine, die ich versuchen werde nachzubilden. Und bevor ich das schnitzen kann, muss die Creme erst fest werden und der ganze Kuchen etwas ruhen. Deswegen wandert das jetzt für circa eine Stunde in den Kühlschrank. Während dem Schneiden aufgefallen, dass mir meine Proportionen überhaupt nicht gefallen. Der Kuchen ist zu hoch und eigentlich zu kurz, damit es eine Limousine wird. Deswegen werde ich mir jetzt die Reste, die ich vorhin aufgehoben habe, einfach anstückeln. Wenn euch das, also deswegen immer die Sachen, den Verschnitt sozusagen immer aufheben, falls ihr was stückeln müsst. Ich bin jetzt mit der Form von meinem Auto zufrieden. Ich habe jetzt von der Höhe noch etwas weggenommen und vorne noch mehr angestückelt. Jetzt passt es für mich proportional besser. Und jetzt werde ich das Ganze mit einer Schicht Ganache eindecken. Ich habe jetzt meine Torte fertig mit Ganache eingestrichen. Ich habe mir dabei jetzt auch sehr viel Zeit gelassen, damit es einfach dann noch ein schönes Ergebnis wird. Also das solltet ihr auch tun, nicht so huschi-buschi, sondern nehmt euch wirklich Zeit, dass ihr eine schöne glatte Oberfläche bekommt. So, die Torte wird jetzt über Nacht im Kühlschrank ruhen und morgen kommt der Fondant dran. Ich habe jetzt die Details von meiner Limousine mit diesem Tool eingearbeitet. Und das muss jetzt auch noch gar nicht wirklich so schön sein. Es geht eher darum, dass man dann weiß, wohin man seine aus Fondant modellierten Sachen dann hinklebt. Das habe ich jetzt gemacht. Und jetzt werde ich dann noch alle restlichen Details aus Fondant herstellen. Thank you.
meiner Torte jetzt fertig und ich möchte, dass unsere Limousine, also dass es auch so aussieht, als würde sie auf ihren Reifen stehen. Dafür habe ich mir ein Cakeboard genommen und dazu habe ich mir diese Bambusstäbe genommen. Die nimmt man normalerweise zum Fixieren von mehrstöckigen Torten. Habe sie in der richtigen Höhe abgeschnitten und dann auf das Board geklebt. Darauf kommt dann die Torte, die auch auf einem eigenen Board steht. Und die Reifen werden dann so angebracht, dass es dann eben so aussieht, als würde die Torte nur auf den Reifen. Das Video zu meiner Limousinentorte gefallen. Und ich schalte das nächste Mal wieder rein. Tschüss!